So, dann mal auf zum Turm. Wo auch immer der Turm genau ist. Ich nehme aber mal an, entweder da nach rechts oder da nach links. Ich glaube, hier war eine Tür, aber kein Schloss. Und hier kommen wir nicht wirklich hoch. Also das da, das wäre das rechte oben links. Oben links, das rechte. Hier. So, hallo Skelette. Tank. Einmal rechts. Ja, die Tür war lustig. Oh, es gibt hier keine Verbindung. Doch, gibt es eine Verbindung nach unten. Da. Hier war nicht das, was ich suche. Ich bin immer noch halb auf der Suche nach dem Ork mit den Scherenhänden. Weil ich nicht mehr weiß, wo er war. Nee, nicht hier. Moment mal. Da ist ein Schlüsselloch. Und da ist die Tür. Nee, so klappt das nicht. Das heißt, es ist doch da oben. Okay. Zurück. Dahin. Oben rechts irgendwo. Mal gucken. Dann wahrscheinlich hier. Jupp. Also rechts, oben, links, links, wenn es geht. Rechts. Oben. Links. Und wieder links. Ach, hier waren die Türen. Die waren, ja. So. So. Falsch. Ich sag ja, die waren genauso. Runter, links, durch die Tür, dann in einen anderen Raum, da kommen wir bei der Tür raus und müssten dann auf den Steg nach links kommen. Genau. Aber ich glaube, hier war das genauso. Da war nur eine Tür und kein Schloss. Oh, du hast doch ein Schloss. Ah, sehr schön. Hallo Joghurt. Zu seltsamen Orten deine Schritte dich führen. Arg, das Schwindlerorakel. Das ist sogar das richtige Joghurt. Lustig deine Worte sind. Aber was tust du hier? Du bist ziemlich weit von der Mine entfernt, oder? Dein Schicksal wurde gewählt. Jetzt muss ich meinen Vater töten? Was? Drei Objekte, diese Truhen enthalten. Nur eine darfst du wählen. Zu einem anderen Schicksal dich jedes Objekt führt. Weise wählen du musst. Und wähle ich eins aus? Was sind die Schicksale? Welche Hinweise habe ich? Nur Schicksale kennen die Schicksale. Also in anderen Worten, du hast keinen Schimmer. Was für ein Müllorakel. Und wie öffne ich sie? Den Schlüssel des Schicksals du brauchst. Ich kann ihn geben für nur 200 Goldmünzen. Und was, wenn ich den Hals durchschneide und ihn mir einfach nehme? Für nur 100 Münzen lasse ich. Okay, Deal. Du hast Glück, ich hasse Gewalt. Ja, ja. Hier hast du dein Geld, du alter Schwindler. Nur gib mir den Schlüssel. Hier ist er, nur einmal du ihn benutzen kannst. Wähle eine Truhe und behalte den Inhalt bis zum Ende des Spiels. Das Objekt, das du wählst, bestimmt das Ende des Spiels. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das heißt, ich wähle jetzt eine Kiste, meinetwegen die linke. Dann spiele ich das Spiel durch, bekomme ein besonderes Ende. Und dann müsste ich das ganze Spiel von vorne durchspielen und hier einfach eine andere Kiste wählen und dann ein anderes Ende? Okay, ich nehme links. Schicksal des schrecklichen Todes. Du mich auch. Die Truhe ist verschlossen. So, dann werden wir halt alle sterben. Was ist hier? Hey, du schon wieder. Bist du nicht schon längst weg? Ich grüße dich erneut. Du bist bewundernswert. Deine Kräfte wachsen mit jedem Schritt, den du machst. Ja, aber die Gegner werden stärker. Level Scaling. Übrigens, was ist dieser Ort?
Du bist im vergessenen Turm. Hier leben Seelen und klagende Geister. Wirklich? Dann bist du ein klagender Geist? Dies ist nicht mein Ort. Ich bin nur hier, um dich zu warnen, dass du vorsichtig mit ihnen sein musst, da sie unsichtbar sind und nur die göttliche Magie des Lichtes ihnen etwas antun kann. Unsichtbar. Dann, wenn ich sie nicht sehen kann, wie töte ich sie? Du kannst sie verletzen, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Aber nur, wenn du die göttliche Magie des Lichtes einsetzt. Hey, danke für den Rat. Es ist mir eine Freude, dir zu helfen. Ich kann das beklagenswerte Ding nicht verstehen. Wer mag beklagenswert sein, Zebra? Aber wurde nicht gefangen und in einen Sklaven verwandelt, wie du einer bist. Das war gemein. So, göttliche Magie. Haben wir noch, glaube ich, gar keinen Dingens für. Spruch des Lichtbolzens auf. Wir können kein Licht sprechen. Für Licht. So, jetzt aber Zauber. Lichtbolzen. Schnelltaste. Vier. So, und eigentlich sollten wir jetzt die Rolle der Unsichtbarkeit sehen, benutzen, aber nö. Da unten ist nichts. Ah doch, da ist was. Oh. Ein neues Bowser-Geld. Okay. Tada. Das vorletzte Gate. Ah, sehr ominös. Okay. Oh, da war so ein Ding. Diebstahl, willst du mich verarschen? Bam. Der hat mir einen Speer weggenommen, ich kann ihn nicht wieder aufheben. Ah, ja, nichts gerade. Du lebst immer noch? Also, lebst. Na so. Doofes Ding. Leichter Speer. Oh. Ganz viele Fledermäuse. Wenn man den Geräuschen trauen darf. Fröschli? Ah, du bist bestimmt wieder tot, ne? Du bist immer tot. Oh, oder auch nicht. Wenn hier so viele Fledermäuse sind, sind hier bestimmt keine Geister mehr, oder? Es wäre komisch, wenn beide nebeneinander herlaufen würden. Hops. Hops. Licht. Sehr schön. Wo war da ist die Plattform? Da ist die nächste Plattform. Tür. Tür. Noch viel mehr Fledermäuse. Yep, Fröschli war eine gute Wahl. Au. Gott verdammt. Fledermausflügel. Ja, nee. Das sind verdammt viele. Und da war schon wieder ein Dieb. Oh, achso, hier ist irgendwo ein Geist. Nein, Frosch. Na. Hoch. Lichtbolzen. Das ist nicht Lichtbolzen. Vier ist Lichtbolzen. Damn. Wir werden auch durch die Gegend stacheln. Diebstahl. Und es sind doch Geister und Fledermäuse in einem Raum. Stirb. Stirb. So, du kommst mit, du gehst an. Du stirbst einfach. So, jetzt haben wir endlich wenigstens Licht. Ist ja so schon nervig genug mit den ganzen Fledermäusen und Geistern und was weiß ich. Das Ganze noch im Dunkeln ist irgendwie Overkill. Da. Ich hätte gerne Licht. Da ist Licht, sehr schön. So, wo waren diese Schriftrollen mit Unsichtbares entdecken? Oh.
Nee, vier. 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 Oh, habe ich irgendwas im Rucksack, was mir Schaden macht? Oh, da ist hier irgendwo noch ein Geist. Erstmal Licht an. So, jetzt sind irgendwo auf die Leiter hoch, dass er nicht ran kann. Phasentür. Er kann trotzdem ran. Wo ist Unsichtbares entdecken? Weissagung, Arkanimmunität. Midas, irgendwas. Wir werden währenddessen schön zerbrezelt. Nahkampfschutz. Ich mach die Hitzeaura einfach an. Komm schon. Oh. Okay, erstmal heilen. 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 Flattermaus töten. So. Ja, kommen die nächsten. So, bleibt jetzt einfach weg. Ich will in Ruhe nach Schriftrollen suchen. Obwohl, wir können einfach F4 benutzen. Waffenverbesserung, Bogenmeisterschaft, Hitzeaura spreche. Das kann doch nicht. So. Also, Hitzeaura. Und ich sehe nirgendwo die Schriftrolle mit unsichtbar. Das war ein Trank, oder? Okay. Stärke, unsichtbares Sehen. So. F1. So. Kaputt. Gleich weiter, solange wir das noch haben. Kaputt. So. Noch irgendwo irgendein Geist? Da ist noch einer. Unsichtbares Sehen mal 3. Sehr entgegenkommt das genau da, wo wir sie brauchen, wenn wir die Tränke finden. Hier muss irgendwo noch da das Licht. Hops, hops. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir haben das erste Feld vom Turm ausgeleuchtet. Sehr schön. Hier fehlt irgendwo noch eins. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, oder hier. Nee, ist nichts. Okay, das müssen wir wieder rund. Da war eins. Da war ein Licht. Das war hier. Genau. Trotzdem müssen wir wieder runter. Müssen nach rechts. Durch die komische Tür dadurch. Durch die Tür dadurch. Und hier hoch. Wir sollten Frösche wiederbeleben, wenn wir denn irgendwo noch ein Wiederbelebungsding haben. Und haben wir. Sehr schön. Hops, 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 hops. So, da ist der Geist. Da kommen wir her. Oh, da unten ist noch Licht gewesen. So. Tschuk, 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 tschuk. Oh. Okay. Also nach oben kommen wir erstmal nicht. Dann halt nach unten. Oh, das war ein wenig wagemutig. Wir hätten auch Stacheln sein können. So. Und das nächste ausgeleuchtet. Nee. Fröschli.
Kaputt. Kaputt. Hat mir mein Excalibur stehlen wollen. Das geht ja gar nicht. So. Schnelltaste 1. Was habe ich gerade gedrückt? Bogenmeisterschaft. Ja, die Pfeiltasten sind zu nah am Ziffernblock. Oh, wir sind vollkommen falsch. Da oben geht's wirklich weiter. Also ich hatte ja vorher mal gemutmaßt, dass hier unten in dem Fledermausraum das irgendwo weitergeht. Und das geht es auch. Wo ist die Flattermaus? Da ist die Flattermaus. So, das heißt, es geht jetzt nur nach links weiter. Bei diesem Stachelraum. Wobei ich da echt nicht wild drauf bin. Genau hier. Haben wir nochmal eine Möglichkeit, dich wieder zu beleben? Nein, haben wir nicht. Gut, dann zum Koch. So, hier können wir ja gar nichts. Brauchen wir Essenzen? Oh, ein paar Grüne können nie schaden, ne? Wir haben nur noch 35 Lichtbolzen, das ist nicht viel. So. Nicht dahin, dahin. Ha. So. Kaufen, diverse Gegenstände. Ein paar Funken des Lebens für einen unbekannten Freund. Ah. Frosch wiederbeleben. Abspeichern. Und dann gleich zurück in den Turm, die Fledermäuse freimachen und dann durch den Stachelraum springen. Also bis denne.